Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen zu meinem neuen Gesundheitsalternativvideo. Ich möchte euch heute zeigen, wie man basisches Knäckebrot herstellt. Ihr wisst ja inzwischen, dass herkömmliches Brot schädlich für unseren Organismus ist, weil es nicht nur Gluten enthält, welches unsere Därme verklebt, sondern auch säurebildend ist und viele chronische Krankheiten verursachen kann und weil es absolut keine Vital- und Nährstoffe enthält, besonders dann nicht, wenn es aus weißen Auszugsmehlen hergestellt wird. Und deshalb hatte ich euch zuletzt ja das basenüberschüssige Brot gezeigt, welches aus gekeimtem Getreidemehl hergestellt wird und der Getreidekorn allein durch den Keimprozess seinem Nährstoff um ein Vielfaches vermehrt. Allerdings werden bei dem basenüberschüssigen Brot durch das Erhitzen beim Backen wiederum viele Vitamine abgetötet. Und das ist der Grund, warum ich euch heute das vollständig basische Knäckebrot zeigen möchte, wo absolut alle Nährstoffe erhalten bleiben, weil es nicht gebacken wird, sondern nur getrocknet wird. Wer sich daher wirklich gesünder ernähren möchte, der sollte anfangen, über dieses basische Knäckebrot nachzudenken und sich damit anzufreunden, inshallah. Wir fangen damit an, indem wir zuerst mal jetzt hier eine Zwiebel, etwas Knoblauch und Ingwer und eine Tomate kleinschneiden und die kommen dann in einen Hochleistungsmixer. Dort werden sie dann püriert, zusammen mit den anderen Zutaten. Hier haben wir jetzt gekeimte Mungbohnen. Wie ihr ja inzwischen schon wisst, sind alle Keimlinge sehr, sehr gesund, weil sie durch den Keimprozess ihre Vitalstoffe vermehren. Hier haben wir jetzt gekeimten Buchweizen, der kommt auch noch hinzu. Und dann geben wir noch gekeimten Dinkel hinzu. Der wurde erst nur sehr kurz gekeimt, der hat nur ganz kleine Schwänzchen erst, aber immerhin. Aber man kann den natürlich auch ersetzen durch andere Keimlinge. Was man da so hat, es gibt ja alles Mögliche, was man keimen lassen kann. Und diese Keimlinge sind wirklich sehr, sehr gesund. Jetzt geben wir zu dem Ganzen etwa 100 ml Wasser, nicht mehr als das, und pürieren das Ganze mit dem Hochleistungsmixer. Wie ihr ja schon von meinem basenüberschüssigen Brot und auch von meinem Keimling-Video wisst, beinhalten Keimlinge immens viele Enzyme, Vitamine, Vitalstoffe, Mineralstoffe, you name it. Und deshalb sollten wir uns diese so oft wie möglich zuführen, weil man die ja auch im Geschäft nicht kaufen kann, sondern eben selbst herstellen muss. Und unter anderem sollten wir sie zum Beispiel in Knäckebrot verwenden. Jetzt geben wir zu dieser pürierten Masse geschrotete Leinsamen hinzu. Wichtig ist, dass die Leinsamen immer geschrotet werden, also einfach mit dem Mixer gemahlen, weil das ganze Korn vom Körper nicht verdaut werden kann. Das würde einfach unten wieder rauskommen. Und genauso mit dem Chiasamen, die tun wir auch schroten. Und dann haben wir hier jetzt vorher eingeweichte und wieder getrocknete Kürbiskerne, genauso mit den Sonnenblumenkernen und auch den Sesamsamen. Die wurden alle vorher eingeweicht und getrocknet, damit sie ihre Phytinsäure verlieren. Und dann geben wir jetzt das gesunde Avocadokernmehl hinzu, Natursalz und Schwarzkümmel. Und wie ihr wisst, sind das auch alles sehr gesunde Zutaten. Das Avocadokernmehl ist auch eben sehr gesund. Dazu könnt ihr ja das Avocado-Video anschauen. Dann geben wir noch einen Esslöffel Traubenkernmehl hinzu. Das beinhaltet eben das gesunde OPC. Zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln hatte ich ja auch schon mal ein Video gedreht. Ja, und jetzt tun wir einfach alles gründlich vermischen. Dann geben wir noch etwas Kokosöl hinzu, damit das Ganze etwas besser zusammengehalten wird. Etwa einen Esslöffel. Den tun wir ein bisschen auf der Heizung erwärmen. Also nur auf die Heizung kurz stellen, damit das Kokosöl ein bisschen weicher wird und dann besser hier sich mit der Masse vermischen lässt. Erhitzen wollen wir das Kokosöl ja nicht, damit es nicht seine gesunden Vitamine dadurch verliert. Jetzt werden wir das einfach gründlich alles nochmal durchmischen und dann geben wir noch Moringa-Pulver hinzu. Das Moringa-Pulver stammt von den Blättern des Moringa-Baums. Es ist eines der nährstoffreichsten Gewächse der Welt. Also der Moringa-Baum wird ja auch Baum der Unsterblichkeit genannt. Das ist ein sehr, sehr gesundes Gewächs. Und deshalb wollen wir auf das Moringa-Pulver hier nicht verzichten. Das geben wir halt auch nochmal hinzu. Und wir sehen, der Teig nach einer Weile, wir lassen den kurz stehen, diesen Teig, bevor wir ihn dann nochmal kurz umrühren und dann auf eine Form geben und ganz dünn und glatt streichen. Wir sehen, dass der Teig nach einer Weile, wenn wir ihn so 5 oder bis 10 Minuten stehen lassen,
ganz fest wird, weil inzwischen diese Leinsamen und die Chiasamen darin aufgequollen sind. Und ja, die geben der ganzen Sache ihre Festigkeit. Ja, und dann werden wir den Teig einfach ganz dünn auf Backpapier in verschiedene Formen ausbreiten und jeweils immer so anschneiden, damit wir die dann später, wenn sie getrocknet sind, leicht brechen können an diesen Stellen und dann richtige kleine Knäckebrotstücke erhalten. Ja, und so sieht das dann alles aus und jetzt wird das Ganze einfach auf der Heizung getrocknet. Das kann zwei, maximal drei Tage dauert das, also eigentlich nur zwei Tage, dann ist, haben wir schon richtiges Knäckebrot. Und ja. Ja, nach zwei Tagen war das Knäckebrot dann schon ganz trocken und fertig. So sieht das jetzt aus, nachdem es getrocknet wurde auf der Heizung. Also das kostet ja keine Mühe, man legt es einfach auf die Heizung und vergisst es dann einfach für zwei Tage. Und nach zwei Tagen hat man dann wunderbares, sehr, sehr gesundes Knäckebrot zur Verfügung. Und jetzt kann man dieses Knäckebrot einfach mit allen möglichen leckeren Zutaten bestreichen. Wir nehmen hier Butter und geben dann, wie wir eben gesehen haben, Avocado drauf, die auch sehr gesund ist. Oder auch wie hier jetzt Oliven mit Schafskäse. Oliven ist halt, sind ja auch sehr gesund. Und hier gebe ich jetzt meine Mungbohnensprossen, also Mungbohnenkeimlinge vielmehr, drauf auf das Knäckebrot. Eine Variante wäre auch hier Peanut Butter zu nehmen, also diese Erdnussbutter, die ich dann immer mit Honig noch, also da gebe ich noch Honig oben drauf. Das schmeckt irgendwie sehr lecker. Also ich mag das sehr gerne mit Erdnussbutter und Honig zusammen. Diesen Aufstrich mag ich eben sehr gerne. Den gebe ich auch normalerweise auf mein basenüberschüssiges Brot drauf. Ja, und so könnte man das eben alles belegen mit lauter gesunden Zutaten. Geben wir noch etwas Himalaya-Salz obendrauf auf die Avocado, bestreuen das mit ein paar Kräutern noch. Und damit haben wir dann unser leckeres Knäckebrot schon fertig belegt. So könnte man das dann essen. Und hier haben wir halt jetzt wirklich alle Nährstoffe. Nichts davon ist verloren gegangen, weil wir das Ganze nur getrocknet haben und eben nicht bei hoher Hitze gebacken haben, wie bei dem basenüberschüssigen Brot. Deshalb sind hier alle Nährstoffe noch enthalten und dieses Brot beinhaltet wirklich sehr viele Nährstoffe, weil eben diese Keimlinge darin enthalten sind und lauter andere gesunde Zutaten, wie wir ja jetzt gesehen haben. Mashallah. Ja, und wer später im Alter keine chronischen und Zivilisationskrankheiten bekommen möchte, sollte sich mit gesunder Ernährung befassen. Und inshallah hatte ich euch durch dieses Video einige Anregungen geben können. In dem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit. Und wir sehen uns inshallah wieder das nächste Mal. Salam alaikum, eure Mariam.